Ich bin gut aufgelegt. Und das verstehen Sie bitte im doppelten Sinne. Einmal, weil Sie soeben den richtigen Anfang der Platte gefunden haben. Und zum anderen deshalb, weil ich Ihnen zwei Publikumslieblinge ansagen darf. Deren Namen mit Heiterkeit, mit Lachen, mit Witz und Humor verbunden sind. Rolf Herricht und Hans-Joachim Preil. So möchte ich Sie einladen, mit mir Gast zu sein bei einigen von den vielen 100 Veranstaltungen, in denen dieses Komikerpaar Lachstürme verursacht hat, wie zum Beispiel in der Szene über den Klavierkauf. Sie beginnt mit einer zunächst noch gütigen Belehrung durch Herrn Preil. Aber blenden wir uns mal ein. Ich sage Ihnen, dass Sie können nicht einfach hingehen, sich ein Klavier kaufen, es ins Zimmer stellen und sich einbilden, Sie wären ein großer Musiker. Dazu gehört doch ein bisschen mehr. Herr Preil. Ja. Darum bin ich also glücklich, dass ich Sie getroffen habe. Sehen Sie mal, Sie wissen immer alles. Sie können immer alles. Und Sie haben immer ein offenes Herz für mich gehabt. Jetzt übertreiben Sie aber. Natürlich. Bitte? Ich wollte sagen, Sie waren doch immer mein Idol. Das heißt Idol. Jetzt geht das schon wieder los. Also kaum sagt man ein Wort, schon helfen Sie mir. Würden Sie mir auch helfen, wenn ich mir ein Klavier kaufen will? Beim Klavierkauf helfen? Natürlich. Oh. Aber sagen Sie, wozu brauchen Sie eigentlich ein Piano? Nee, nur ist schon falsch. Also ich möchte mir ein Klavier kaufen. Ja, Klavier und Piano ist doch dasselbe. Ja, das ist dasselbe, ja. Moment, wissen Sie zum Beispiel, was ist Pforte? Pforte ist zum Beispiel eine Tür. Nein, das ist keine Tür. Das hätte ich mir denken können, ist natürlich keine Tür. Ja, klar. Pforte heißt stark. Ja, ist eine starke Tür. Nein, es gibt doch zwei Pforte. Ja, ein Eingang und ein Ausgang. Nein! Es gibt zwei Pforte, lieber Freund. Eins mit PF und eins mit F. Ah, Sie sprechen von Windfangtüren, die machen so pff. Und die anderen machen nur pff. Ich rede von musikalischen Werten. Was ist zum Beispiel das Gegenteil von Pforte? Gegenteil von Pforte? Mhm. Also, Sie meinen gegenüber von der Pforte. Da ist vielleicht ein Fenster, oder? Nein, das Gegenteil von Pforte ist Piano. Weil ich würde vorschlagen, wir machen es so wie immer. Ich probiere es mit Ihnen, nicht wahr? Damit es dann im Ernstfall auch klappt. Ja. Nehmen wir an, Sie hätten so einen alten Klavierladen. Ich komme des Weges und kaufe bei Ihnen Das Spiel kenne ich. Aber ich bin einverstanden, gut akzeptiert. Aber ich habe keinen alten Klavierladen. Ich habe einen Musiksalon. Das ist klar. Ich bin ein Experte. Und zu mir kommen nur Kapazitäten, die ein neues Instrument erwerben wollen. Haben Sie das bitte schön verstanden? Ja, ist alles klar. Zu Ihnen kommen die Katzen. Die Katzen. Na, was ist? Kommen Sie nun, ja? Ich komme. In meinen Laden, ja? In Ihr Laden. Gut, ja. Ist wunderbar. Herr Preil, nur eine Frage vorher. Ja, wo ist Ihre Pforte? Was? Wer bitte? Na, die Salonpforte. Oder die Ladentür. Das ist doch völlig egal. Das ist mir nicht egal. Ich komme ja nicht durch die Wand. Ja. Also bitte, wenn es Ihnen recht ist, Herr Hecht. Ist alles recht. Hier ist der Laden, ja, der Musiksalon, bitte hier. Ja. Und da kommen Sie dann so herein. So, ja. Da ja, ist recht, ja. Ich komme. Bitte schön. Oh. Ja. Schon komme ich. Na? Was machen Sie denn? Was sollen denn die Verrenkungen? Nun kommen Sie doch endlich. Herr Herrich! Was ist denn? Was machen Sie da? Ist Ihnen schlecht? Ich betrachte Ihre Schaufenster. Menschenskind. Ich bin mir noch nicht recht schlüssig, nehme ich dieses oder jenes. Also kommen Sie jetzt endlich herein. Ich komme, jawohl, ich komme. Bitte sehr. Kling, klang, klung. Bitte, was war das eben? Es war die Salonpfortenglocke, oder? Oder schlicht die Ladenbimmel, nicht? Wie Sie wollen. Also bitte lassen Sie jetzt den Blödsinn und kommen Sie endlich rein, ja? Ist recht. Klick, klack, klung. Was denn jetzt schon wieder? Hab die Tür zugemacht. Guten Tag. Guten Tag. Herr Experten, ich hätte gern... Ja, bitteschön. Ich bin eine Kapazi. Tät! Bitte? Tät! Ich tät gern ein Klavier kaufen, ja. Ich bin nämlich ein Bigamist. Ja. Sie sind kein Bigamist, Sie sind ein Pianist, ja? Ein Bigamist ist ein Mann, der zwei Frauen hat. Und ein Pianist ist ein Mann, der... Zwei Klaviere hat. Ach, Gott, ich mein Kind! Ist gut. Das ist mir recht, Herr Ex.
Ich nehme dann zwei Klaviere. Dürfte ich vielleicht erst einmal ein Instrument vorführen, ja? Ja, ja, was hätten Sie denn so auf Lager? Auf Lager, auf Lager. Ich habe am Lager, am Lager, am Lager habe ich zwei wunderbare weiße Flügel. Ja, nein, Herr Breit, ich will ja kein Engelchen werden. Ich wollte... Wir haben uns da missverstanden. Ich bin sicher im falschen Laden. Ich wollte ein Klavier kaufen. Ja, bitte, weiter jetzt, ja? Weiter. Schauen Sie sich um. Oh, Herr Ex-Breit, hier ist was Schönes. Ja. Das ist, würde genau meinen künstlerischen Ansprüchen genügen, hier, dieses. Ja, bitte schön. Darf ich das mal betrachten? Bitte sehr, betrachten Sie es. Schön gebaut. Das ist hübsch, ja. Bitte sehr. So eckig, so schön. Oh! Wird ja immer schöner. 1, 2, 3, 4. Na, es wird stimmen, nicht, Modellina? Ja. Gut. Ah, ist ja wunderschön. Ja, ja. Hm, na ja. Ach, schade. Wieso schade? Schade, es ist schon verkauft. Wieso ist es verkauft? Na, hier steht's doch drin, an den Kollegen Blüthner. Blüthner ist die Herstellerfirma, lieber Freund. Ja, das ist eine Weltfirma. Sie können das Klavier haben. Bitte betrachten Sie es, überprüfen Sie es. Jawohl, überprüfen. Überprüfen. Ja, ja, ist stabil gebaut. Ich nehm's, wickeln Sie es bitte ein. Sie sollen die Resonanz überprüfen. Die Resonanz? Ja. Die was? Resonanz überprüfen. Ja, sehe ich auf den ersten Blick. Herrlicher Hochglanz hier. Das ist wunderbar. Herr Richt, wollen Sie bitte etwas spielen? Spielen? Ja, bitteschön. Ich? Ja, natürlich. Ja, spielen. Na ja, ein paar Töne anschlagen. Ein paar Kessetöne anschlagen. Sie sollen keine Kessentöne anschlagen. Eine Tonleiter probieren. Ah, oben auf der Leiter probieren, wie es von oben aussieht. Das kann ich machen. Also wenn Sie jetzt nicht spielen, gibt es überhaupt kein Instrument. Also bitte fangen Sie an. Ist recht, jawohl. Bitte sehr. Oh, schön. Ich dachte, es ist breiter. Herr Breit, entschuldigen Sie, eine Frage jetzt. Sagen Sie bitte, Herr Preil, ja, bitte? Könnte ich nicht vorher mal Einblick nehmen in die Gebrauchsanweisung? Bitte! Zum Klavier gibt es doch keine Gebrauchsanweisung. Das ist aber schlecht. Wieso ist das schlecht? Das ist ganz schlecht. Wie soll man sich auskennen hier bei den vielen Hebeln? Das sind keine Hebel, das sind Tasten, ja? Das sind keine Hebel, das sind Tasten, ja? Und die gibt es in Schwarz und in Weiß, wie Sie sehen. Ich weiß. Die Weißen sind für die heitere Musik und die Schwarzen für die Trauermärsche. Die Schwarzen sind die halben Töne. Ah ja. Halbe Töne? Halbe Töne. Halbe Töne? Halbe Töne. Und dann kostet das Ding 2000 Mark. Das ist nicht halbe Töne. Aber die halben Töne brauchen Sie doch zum Musizieren. Ich brauche keine halben. Die brauchen Sie ich zum brauche Musizieren. Keine halben. Natürlich. Zistis Fiskis. Ja, was ist? Zistis Fiskis sind halbe Töne, lieber Freund. Das brauchen Sie zum Musizieren. Zum Beispiel, wenn Sie Bach spielen. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Also das halte ich nicht aus. Nein, Bach ist auch schwer zu verstehen. Stehen Sie auf. Jawohl. Stehen Sie auf. Warum? Ich will Ihnen eine Tonleiter zeigen. Ja, ist mir lieb. Bitte passen Sie auf. C, D, E, F, G, A, H, C. C, ja, hier. C, so, C, das C, ist der Tonleiter. Ja, ich kenn's ein bisschen anders. Ich so, na, das warte mal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F. Hören Sie auf, Schluss jetzt! Sie können auf dem Klavier kein ABC spielen. Oh, es geht aber auf, das ist gut. Schön. Also mir liegen die... Hier nochmal, Herr Breit, warte mal, hier. A ist kaputt, fangen wir bei B an. B. B. B bis Z hier. Und das ganz am Abend. B, Z am Abend. Oh, B, Z. Also bitte! Ist denn sowas möglich? Nein, wir kommen ja wieder. Ach, das ist ja lächerlich. Es ist ja unglaublich. Herr Preil? Ja, bitte. Soll ich Ihnen noch ein bisschen was tun? Nein, Sie tasten nicht mehr. Aber dann eine andere Frage, Herr Preil. Sagen Sie bitte, aus was für Material sind denn diese Tasten? Achso, das möchten Sie wissen, aus welchem Material? Material? Aus Elfenbein. Ach, aus den Beinen von kleinen Elfen. Das ist ja... Aus Zähnen. Ach, aus Zähnen von Elfen. Hau, das müssen aber alte Elfen sein, wenn die so groß sind. Von Elefanten. Herr Ball, jetzt reden wir aneinander vorbei. Sprechen wir bitte von Elfen oder von Elefanten? Was ist jetzt? Kennen Sie einen Elefanten? Oh, ja, ich kenne mehrere Elefanten. So? Ja, im Busch sind fünf. Bitte? Im Busch sind fünf. Nein, im Busch sind unzählige, im Indischen sowie im Afrikanischen. Ja, und im Zirkusbusch sind fünf. Ach bitte, ja, im Zirkusbusch. Na bitte, wie Sie wollen. Bitte, was hat der Elefant rechts und links am Kopf? Zwei Ohren. Nein! Das habe ich mir denken können, er hat natürlich keine Ohren. Aber ich weiß es diesmal ganz genau, Herr Preil. Ein Elefant hat Ohren, der hat so groß... Oh, Entschuldigen Sie, jetzt standen Sie meinem Elefanten im Wege. Also, der Ohren. Große. Ich rede jetzt vom Elfenbein, ja?
Wie man sich verhören kann. Na, man hat ja auch nicht so große Ohren, ne? Ich dachte, wir reden von Elefanten, aber gut, zurück zu den Elfen. Was schaut dem Elefanten rechts und links aus dem Maul? Zwei Elfen. Nein! Elfenbein! Ach, nur noch die Beine von den Elfen. Hat er die gefressen? Ein böses Tier ist das. Nein, die Stoßzähne. Elfen haben Stoßzähne? Nein, Menschenskind! Die Elefanten haben Stoßzähne, ja, und die sind aus Elfenbein oder aus Zahnbein, wie man sagt. Ich dachte, was heißt Zahnstein? Na, also. Mach mich wahnsinnig jetzt. Elfenbein war sehr wertvoll, ist auch heute noch sehr wertvoll. Und früher wurde es sogar geschmuggelt, schwarz gehandelt. Ah ja, und daraus wurden dann die schwarzen Tasten. Ach, machen Sie doch, was Sie wollen, ist doch lächerlich. Albern sowas. Gut. Was gibt es am Klavier noch zu beachten? Ja, da gibt's sicher... Oh, ja, hier, ich sehe schon. Was denn? Herr Preil, hier unten, da sind noch zwei güldene Tasten. Das sind keine güldenen Tasten, das sind zwei Pedale. Und wo sind die Pedale? Wo sind die Pedale? Was weiß denn ich, wenn die Zwerge spielen hier? Wenn die Zwerge, Mensch! Wozu sind die? Was weiß denn ich, Herr Preil? Vielleicht ist links das Gas und rechts die Bremse oder irgendwas. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich rede nicht vom Auto, ich rede vom Klavier. Also bitte schön, werfen Sie einen Blick hinein. Oh ja, gern. Bitte, was stellen Sie fest? Es hat keinen Vergaser. Ist denn sowas möglich? Ein Klavier hat keinen Vergaser. Ich rede doch nicht vom Auto, Menschenskind. Ja. Schauen Sie hinein, ein Klavier hat Saiten. Ja, und die sind gespannt. Kreuzweise. Also das habe ich mir gedacht. Was haben Sie sich gedacht? Dass Sie jetzt noch ausfallen werden. Wieso? Kreuzweise. Aber den Gefallen tue ich Ihnen nicht. Kling, klang, klong. Herr Herrig! So gibt es immer wieder die bewussten Missverständnisse zwischen den beiden. Sehr zum Vergnügen des Publikums. Da treffen sich also wieder einmal Herr Richt und Preil rein zufällig. Und wie sie von indischer Butter auf Suggestion und Hypnose kommen, entwickelt sich so. Was machen Sie denn für ein Gesicht? Ja. Haben Sie Kummer, haben Sie Sorgen? Kann ich Ihnen helfen? Ja, Herr Preil, also wirklich, heute könnten Sie mir wirklich mal helfen. Ja. Sagen Sie mal, wissen Sie hier nicht in der Nähe ein Milchgeschäft? Seit wann trinken Sie denn Milch? Ja, ich trinke keinen Schluck Milch. Aber wissen Sie, ich will indische Butter kaufen. Bitte was? Indische Butter. Indische Butter? Ja, meine Schwester hat Geburtstag, wünscht sich indische Butter und nun habe ich leider den Laden vergessen. Ja, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, weiß ich auch nicht. Aber ich gehe selber jetzt einkaufen, vielleicht kommen Sie mit, vielleicht müssen wir unterwegs sein, ja? Oh ja. Ich will nämlich in einen Antiquitätenladen, ja? Ja! Was ist denn los, sagen Sie mal? Das war's. Was war? Das Milchgeschäft. Wieso? Ich habe nur gesagt Antiquitätenladen. Ach so. Ha! Also, was erschrecken Sie mich denn dauernd so? War's schon wieder. Was war's schon wieder? Das Milchgeschäft, wo es indische Butter gibt. Antiquitätenladen. Aber nein. Antiquitätenladen, aber da gibt es keine indische Butter, da gibt es höchstens... Jetzt weiß ich erst, was Ihre Schwester sich zum Geburtstag wünscht, ja. Einen indischen Buddha. Aber Herr Preil, das habe ich ja die ganze Zeit gesagt. Nein, nun streiten Sie nicht wieder, ja? Sie haben indische Butter gesagt. Hören Sie nicht den Unterschied, indischer Buddha. Na ja, Sie sprechen es indisch aus. Na bitte, ja. Indischer Buddha, das ist eine Figur. Ja, Butter ist gut für die Figur. Nein! Ja, nur regen Sie sich doch nicht auf, mir ist ja Margarine auch lieber. Also was ist, wollen Sie jetzt einen indischen Buddha kaufen oder nicht? Ja, gern. Also für meine Schwester ist mir nichts zu teuer. Ja, wissen Sie mal, was ein indischer Buddha kostet? Ja, der kostet etwa, also man könnte, vielleicht die Hälfte. Ich weiß nicht. Also da müssen Sie mit 100 Mark rechnen. Ja, muss man rechnen. 100 Mark? Ja, ja. Donnerwetter. Die habe ich ja gar nicht. Herr Preil? Ja, bitteschön. Haben Sie eine Schwester? Ja. Haben Sie auch 100 Mark? Ja, habe ich auch. Ach, könnten Sie mir vielleicht diesen geringfügigen Betrag zum Erwerb einer indischen Stempelfigur leihweise überlassen? Nein, das geht nicht. Aber erklären Sie mir erstmal die Figur vielleicht. Nein? Die Figur soll ich Ihnen erklären? Also bitteschön, eine indische Figur, das ist ein Buddha, ja? Ja. Nicht? Das ist eine indische Figur, das ist...
Ein Buddha, der wird angefleht von den Gläubigen, er möge ihnen etwas Gutes zukommen lassen. Zum Beispiel... Ein Pfund Butter. Nein. Ah, na gut, also Sie geben mir das Geld nicht. Vielen Dank, das habe ich mir gedacht. Okay. Na ja, natürlich gebe ich es Ihnen gerne, aber es geht, ich sammle selber Antiquitäten und dazu brauche ich das Geld, ja? Ach, ja, ich sammle Antiquitäten. Schauen Sie mal hier. Das ist zum Beispiel eine Antiquität. Das ist eine Uhr. Das ist ein uraltes Stück. Ja, sieht man aber auch, nicht? Bitte? Wie nennt man solche alten Uhren noch? Zwiebeln. Na. Das ist ein Taschenchronometer aus dem Jahre 1862. Ne? Und geht noch? Ja, natürlich. Läuft ja auf Steinen. Ach so, aus der Steinzeit. Das ist... Das ist eine alte Uhr, ist das, ja? Ja, ja. Eine alte Uhr, eine keine indische Uhr, jedenfalls eine alte Uhr ist das. Eine alte das, Uhr, ja. Uralte Uhr. Ja. Sind, es gibt ja zum Beispiel auch sehr merkwürdige Uhren. Kennen Sie zum Beispiel das Nürnberger Ei? Was für ein Ding? Das Nürnberger Ei. Nürnberg? Ja, Nürnberg. Nürnberger Ei? Ja, ja, kenne ich, ja, ja. Das ist ja von dem Klumbumbus da, der. Bitte? Der hat da Indien entdeckt. Nein, der Mann hieß Kolumbus und er entdeckte nicht Indien, sondern er entdeckte Amerika. Mit dem Ei? Nein! Mit der Zwiebel? Nein! Mit der Santa Maria! Ah, mit Tante Maria, ist klar. Mit der Santa Maria. Die Santa Maria ist ein Segelschiff und damit wollte er Indien entdecken. Er entdeckte aber was? Nürnberg! Nein! Er entdeckte Amerika, ja? Aha, ja. Nicht? Und da er glaubte, er sei in Indien, nannte er die ersten Einwohner, denen er begegnete, na wie? Ne? Buddhas. Indianer. Ah ja, ja, da kenne ich mich auch. Also weiß ich genau Bescheid. Da gibt es ja verschiedene. Da gibt es zum Beispiel Indianer, die Apatischen. Nein, die Apachen. Ja, diese, ja. Die gibt's da. Und dann gibt es noch die Ultras. Bitte? Naja, Biox Ultras. Nein! Die Sioux! Sioux! Ja, naja. Ja, und dann gibt es noch die Pyrenäen. Bitte? Was sagten Sie? Pyrenäen. Nein, das ist ein Gebirge. Die Pyrenäen ist ein Gebirge. Sie meinen etwas ganz anderes. Sie meinen die Pygmäen. Aber das sind keine Indianer, das sind Buschmänner. Ah ja, die leben im Busch. So ist es. Ja, ja, und die tragen Buschmesser. So ist es. Ja, Buschhemden. Mit Unter. Ja, mit Unterhemden. Bitte. Und die klopfen auch immer drauf. Worauf? Auf den Busch. Nee, bitte. Also bitte, wo war ich stehen geblieben? Ja, Sie wollten mir 100 Mark geben, nicht wahr? Nein, das kann ich nicht. Das habe ich Ihnen gesagt, die gebe ich Ihnen nicht. Denn Sie haben gar keine Ahnung von Antiquitäten, ne? Doch. Ja, schauen Sie mal, wie sieht denn zum Beispiel ein Buddha aus? Ich würde sagen, ziemlich indisch. Ja, was heißt denn ziemlich indisch? Beschreiben Sie ihn mal. Sehen Sie mal, ein Buddha, ja. Der sitzt so da, die Beine übereinander geschlagen, ja, und die Hände erhoben. Ach, der ist Kellner. Na, nicht doch! Die Hände erhoben zur Meditation. Wozu? Zur Meditation. Ah, ja, ja, ja. Ja, Meditation hat etwas mit Hypnose zu tun. Hypnose. Mit Hypnose. Hypnose, ja, ja. Hypnose! Ja! Na, Hypnose kommt von Hypnotisieren. Ach, guck an. Ja, wissen Sie, was Hypnotisieren ist? Nein. Also, da muss ich Ihnen das wieder ganz primitiv erklären. Ja, ja, anders habe ich es von Ihnen auch nicht erwartet. Na? Was macht eine Schlange mit einem Kaninchen? Also, Moment, Herr Frey, nun lenken Sie mal nicht ab. Sie wollten mir erklären, was mit der Hypnose... Bitte beantworten Sie meine Frage. Was macht eine Schlange mit einem Kaninchen? Bitte. Ich würde sagen, sie frisst es. Ja, davor. Davor? Ja. Da hat die Schlange Hunger, nicht? Die Schlange hypnotisiert das Kaninchen. Und warum? Wird ihre Gründe haben, nicht? Die Schlange hypnotisiert das Kaninchen, um es zu lähmen. Ah ja. Ja, was macht dann das Kaninchen? Es lahmt. Nein! Ich weiß schon. Ich weiß, jetzt kommt es. Es hüpft nicht mehr. Das ist dann die... Die Schlange versetzt das Kaninchen einen Dämmerzustand. Wie macht sie das? Ja, vielleicht macht das Licht aus, oder? Ich kenne die Schlange nicht. Also bitte sehr, ich muss das jetzt zu einem praktischen Beispiel gehe ich jetzt über. Ich werde es Ihnen genau erklären. Ja, ich bin jetzt der Hypnotiseur. Ah ja, ich bin der Kunde, ich komme zu Ihnen in den Laden. Nein, Sie kommen gar keinen Laden. Ich bin der Hypnotiseur und Sie sind jetzt mein Medium. Was bin ich? Mein Medium. Was ist jetzt wieder los? Herr Frey. Was denn? Also bitte, also nicht von der Seite. Na? Also was ich bei Ihnen alles bin, das... Medium, das ist ein Subjekt. Ach, ich bin ein Subjekt.
bin ein Subjekt? Also das verbinde ich mir. Ein Subjekt, das ist der Partner des Hypnotiseurs. Den braucht er, ja? Ach, den braucht er. Der Partner führt alles das aus, was der Hypnotiseur von ihm verlangt. Donnerwetter, das ist interessant. Interessant, ja? Du passen Sie auf, du stellst dich mal genau von mir gegenüber. Das reicht auf. Andersrum. So, ja? Ja? So, schön. Du stehst mal ganz locker. Ganz locker. Locker, habe ich gesagt. Also, völlig entspannt. Entspannt? So, nun blicken Sie mir bitte in die Augen. Ich blicke Ihnen in die Augen. In welches? Konzentrieren Sie sich auf meine Augen. Ja. Was bemerken Sie? Sie schielen. Bitte! Blicken Sie mir in die Augen. Ich blicke Ihnen in die Augen. Ganz tief. Ganz tief. Noch tiefer. Noch tiefer. Oh. Boah, kalte Nase. Bitte. Jetzt. Sie werden müde. Ich werde müde. Nein, um die Zeit werde ich nicht müde. Konzentrieren. Ja, wenn ich mich konzentrieren soll, kann ich nicht müde werden. Also Schluss, jetzt machen wir was anderes. Oh ja, machen wir was anderes. Sie geben mir die 100 Mark. Nein, gebe ich Ihnen nicht. Jetzt machen wir etwas ganz anderes. Sagen Sie mal, können Sie schwimmen? Natürlich kann ich schwimmen, am besten im Wasser. Ja, das weiß ich ja. Jetzt werden Sie in Hypnose einen Weltrekord schwimmen. Ja. Was? Hm? Ich? Ein Weltrekord. Ein Weltrekord. Ja, mache ich. Machen Sie, ja? Ja, aber dann kriege ich die 100 Mark. Moment doch mal, jetzt geht's erst los. Bitte völlig entspannen. Entspannen. Schwimmen. Gut. Sie sollen sich nicht ausziehen. Sie sollen sich entspannen. Ich soll mich entspannen. Ja, bitte sehr. Oh. Eine Frage noch. Moment, vorher noch ganz kurz. Wo soll ich eigentlich schwimmen? Na, hier. Ach, hier. Hier? Ja. Hier ist überhaupt kein Wasser. In Hypnose brauchen Sie kein Wasser. Ach, brauche ich kein Wasser? Ja. Ist gut. Aber Herr Preil. Bitte? Wehe, Sie lassen mich vom Turm springen. Ich beginne jetzt mit der Suggestion. Gut, machen wir wieder was anderes. Wir beginnen mit dem... Suggestion ist dasselbe, das ist die Willensübertragung. Ah ja. Ja, ich übertrage jetzt auf Sie meinen Willen. Das geht? Natürlich geht das. Kann das jeder? Das kann jeder. Ich auch? Ja, wenn Sie einen starken Willen haben. Oh, ich habe einen starken. Stellen Sie sich mal gegenüber. Ja. Jetzt mache ich es mal. Wie war's? Also gegenüber. Ganz lecker. Locker! Also locker. Und jetzt blicken Sie mir mal in die Augen. Ja, bitte. Ganz tief. Ganz tief. Noch tiefer. Noch tiefer. Spüren Sie schon meinen Willen? Meinen Willen? Ich will nämlich was von Ihnen. Ja, bitte. Nur eine Kleinigkeit. Nur eine Kleinigkeit. Sie werden müde. Ich werde müde. Immer müder. Immer müde. Greifen Sie in die Tasche. Greifen in die Tasche. Geben Sie mir die 100 Mark. Nein, das will ich nicht. Damit habe ich gerechnet. Herr Preis. Herr Preis. Sie sind ein ganz schlechtes Mädchen. Bitte? Medium. Naja, auf alle Fälle sind Sie ein schlechtes Subjekt. Ja, hoffentlich sind Sie ein besseres, ja? Zurück zum Schwimmen jetzt. Bitte. So, bitte, passen Sie auf. Bitte blicken Sie mir in die Augen. Blick in die Augen. Blick. Blick. Auge in Auge. Zahn um Zahn. Bitte. Ich sehe da Wasser. Und bitte passen Sie auf, ganz ruhig. Sehen Sie mir in die Augen. Sie sehen Wasser. Ja, Sie haben Wasser in den Augen. Bitte. Denken Sie an Wasser. Ich denke an Wasser. Denken Sie an viel Wasser. Ich denke an viel Wasser. Oh, jetzt kriege ich Durst. Das ist... Bitte konzentrieren. Konzentrieren. Überall Wasser. Überall konzentriertes Wasser. Überall Wasser. Moment, da muss ich meine Badehose holen. Na, brauchen Sie doch nicht. Sie brauchen hier keine Badehose. Was denn, ohne? Ach, hier ist FKK. Schluss, aus, ich mache nicht mehr mit. Ach, Sie schämen sich wohl. Bitte. Kommen Sie her, letzten Versuch. Jawohl. Noch einmal. Ja. Blick, Blick. Auge in Auge. Jawohl. So, jetzt geht's los. So, passen Sie auf. Sie sehen Wasser. Ich sehe Wasser. Herrliches Wasser. Herrliches Wasser. Sie steigen hinein. Ich steige ein. Sie beginnen zu schwimmen. Ich beginne zu schwimmen. Ja, so. Gern, aber wie? Im Schmetterlingsstil. Ja, ich fliege. Sie sollen nicht fliegen, Sie sollen hier schwimmen. Schwimmen. So, bitte schwimmen. Achtung, da kommt eine Welle. Eine Welle? Wo denn? Da, von der Mitte. Von der Mitte? Ah, das ist die Mittelwelle. Schluss, aus jetzt, ich mache nicht mehr mit. Ich schwimme weiter. Hören Sie auf. Ich schwimme weiter. Sie sollen aufhören schwimme zu schwimmen. Immer weiter. Ach, Sie sind doch gar nicht in Hypnose. Ich schwimme immer weiter. Herr Herrich, machen Sie doch auf. Ich schwimme immer weiter. Also, Moment, ich krieg Sie schon wach. Kein ich Moment. Ich schwimme immer weiter. Hier, machen Sie auf. 100 Mal. Oh, danke, das hätte es aber einfacher haben.
Hören Sie nun, wie Herr Preil coram publico seinem Partner Rolf den ersten Schauspielunterricht erteilt. Herr Richt beginnt sogleich zu deklamieren. Ernst ist das Leben und heiter die Kunst. Ist Ihnen schlecht, sagen Sie? Ist Gallenstein. Was ist? Gallenstein. Gallenstein, Wallenstein. Ach so, ja, das kann auch sein. Sieh da, Tomaten-Theo. Bitte, was war das eben? Sieh da, Tomaten-Theo. Tomaten-Theo, Timotheus. Oh. Spät kommt ihr, doch ihr kommt. Allein der weite Weg entschuldigt euer Versäumnis. Oh, ey, entschuldigt euer Säumen. Ach, der war Schneider, hätte ich ja da die Hose. Na ja, gut. Octavio, da steht ihr nun, ein entstaubtes Lamm. Ein entlaubter Stamm, Menschenskind. Sie Kunstbanause. Sagen Sie mal, Sie wollen Schauspieler werden? Ja, so ein Richter, so ein Geschäfter, so mit Ha! Sagen Sie mal, seit wann wollen Sie denn umsatteln? Umsatteln? Ja. Das ist für mich das Stichwort, Herr Decker. Umsatteln. Ein Pferd, ein Königreich für ein Stichwort. Für ein Pferd! Pferd! Ja, sagen Sie, wissen Sie auch, dass dieser Beruf sehr schwer ist? Ach, früh übt sich, was ein Meister werden will. Goethe. Ja, der hat's auch nicht leicht gehabt. Das also bitte, ja. Ich wollte damit nur gesagt haben, ja, dass zu diesem Beruf einige Fachgebiete gehören, die sehr schwer sind. Kenne ich das. Atemtechnik, kenn ich. Spracherziehung. Kenn ich. Ja, kennen Sie. Kenn ich. Improvisieren. Ja, kenne ich nicht. Wie war das letzte? Das kennen Sie nicht? Nein. Sehen Sie, das ist das Erste, was ein Schauspieler können muss. Improvisieren. Ach ja, ich weiß schon, Herr Direktor. Ich weiß. Das ist, wenn jemand gut aussehen will, Er will Eindruck schinden, er will improvisieren. Nein, das ist imponieren. Ach so. Improvisieren ist etwas ganz anderes. Wie ist denn das? Improvisieren, passen Sie auf, das ist Text erfinden zu einer Szene. Ja? Verstehen Sie? Nein. Yeah, passen Sie auf. Erfinden, ja, zu einer Situation aus dem Stegreif spielen. Aus dem Stegreif, ja, das ist Stegreif! Ja, entschuldigen Sie. Hey, Mensch, es geht ja furchtbar mit Ihnen. Nun passen Sie auf, ja? Also, das ist Improvisieren. Ist ja. Wenn wir zum Beispiel jetzt eine Szene improvisieren würden, ja? Ja! Nein, Moment, das geht nicht. Wir können ja nicht in der Hotelhalle hier. Ach, guck doch, kein Mensch. Nein, bitte, das geht nicht. Das geht. Meinen Sie? Ja. Also bitte schön, damit Sie es lernen, damit Sie wissen, was das ist. Los. Passen Sie auf, wir improvisieren jetzt eine Szene. Ich heiße Emil und Sie heißen Franz. Jawohl. Wie heißt Sie? Sie heißen jetzt Franz. Nein, Herr Direktor, da irren Sie sich. Ich heiße Rolf, aber schon lange. Ja, das weiß ich. Ab jetzt heißen Sie Franz. Ist klar. Jawohl, ja, ich heiße... Also bitte, natürlich, was ich heiße Franz, klar, ab ja? Heute, weil Sie es wollen. Ja, ja natürlich, selbstverständlich. Sie heißen Franz, ich heiße Emil. Jawohl. Und ich habe eine Geliebte. Ja, was sagt denn Ihre Frau dazu? Was, meine Frau? Die sagt gar nichts. Die weiß das gar nicht. Herrgott, wir wollen improvisieren hier. Natürlich. Bring mich vollkommen durcheinander. Sie sollen meine Geliebte nur annehmen. Oh ja, ist sie hübsch? Also bitte, jetzt seien Sie vernünftig, ja? Sie haben Anneliese kennengelernt. Wen habe ich kennengelernt? Herrgott, Anneliese, meine Geliebte, haben Sie kennengelernt. Ach, die habe ich kennengelernt? Ja, natürlich. Wann habe ich die denn kennengelernt? Och, Menschenskind. Ist doch vollkommen wurscht, ja? Wurscht? Von mir aus vorige Woche. Vorige Woche? Nein, ja. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Vorige Woche war ich im Urlaub. Unmöglich. Wir wollen improvisieren. Ja, das sagten Sie ja schon. Sie haben Anneliese kennengelernt und haben sie geküsst. Ja, wie oft? Einmal. Ach bitte, Herr Direktor, wenn schon dreimal. Also bitte schön, von mir aus auch dreimal, ja? In Ordnung. Und nun komme ich zu Ihnen und fordere eine Erklärung. Steuererklärung. Quatsch, Steuererklärung. Eine Erklärung, Rache, Genugtuung. Ich bedrohe Sie. Ja, aber nicht hauen. Es muss ja nicht gleich in Schlägerei ausarten, ja? Gut. Also bitte passen Sie auf. Ich komme nun zu Ihnen, ja? Ja. Nicht? Wohin? Ich komme jetzt zu Ihnen in die Wohnung. Moment. Sie wissen ja noch gar nicht, wo ich wohne. Wir machen es doch hier in der Halle. Ach, ich wohne in Halle. Das wohne Nein, hier in der Halle. Herrgott, noch mal, begreifen Sie doch endlich. Ich komme jetzt in die Wohnung, öffne die Tür, trete ein. Ja, passen Sie auf. Sie treten ein. Ah, mein lieber Franz. Gut, dass ich Sie antreffe. Herr Direktor, ja, bitte? Darf ich mal unterbrechen? Bitte schön, ja. Machen Sie doch bitte die Tür zu, es zieht so. Ist doch gar keine da. Ja, drum zieht's wohl so. Also bitte schön. Ha, mein lieber Franz, Sie haben meine Geliebte geküsst. Das ist nicht wahr, Herr Direktor. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, ich war vorige Woche im Urlaub. Gut, wunderbar improvisiert. Sie waren also mit meiner Anneliese in Urlaub. Nein, ich war mit Christa im Urlaub.
Herrgott, wer ist denn nur wieder Christa? Meine Frau, mit der fahre ich immer in Urlaub. Also, mein lieber Rolf, so geht das nicht. Was ist denn nun los? Was suchen Sie denn? Ist jemand gekommen? Wieso denn? Ja, muss ja. Wer ist Rolf? Rolf? Aber lieber Freund, Sie sind Rolf! Ich bin Rolf, ich denke, ich bin Franz. Hey! Von mir aus Franz Rolf. Mit Bindestrich. Quatsch, Bindestrich. Das ist cool. Mensch, Kind, passen Sie doch auf, improvisieren. Wenn ich jetzt zu Ihnen in die Wohnung komme und Sie beschimpfe, dann müssen Sie doch ganz anders reagieren, ja? Nicht? Sie müssen empört sein. Ich bin empört, ich bin empört, ich bin empört, ja? Dreimal. Quatsch, dreimal, ist doch egal, wie viel. Nun drehen Sie den ganzen Spieß um. Oh, Sie ja. leugnen alles ab. Alles. Sie kennen mich kennen gar nicht. Kennen Sie nicht? Haben mich nie gesehen. Nie gesehen. Ich kenne Sie Nein. gar nicht. Ach, da brauche ich Ihnen auch die 100 Mark nicht. Nein, was? Nein, 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 nein. Das hat damit gar nichts zu tun. Sehen Sie mal, und nun drohen Sie mir, ja? Nun drohen Sie mir, Sie sagen alles meiner Frau und dann geht meine Ehe kaputt. Und ist dann, wahr? Ja, dann gucke ich ganz dumm aus meiner Wäsche. Ja, das glaube ich. So ist das. Ja. Und nun machen wir nochmal, ja? Nee, nee, bleiben Sie gleich Wieso hier. Wieso denn? Ich kann das Türklappen nicht vertragen. Na gut, also bitteschön, passen Sie auf, es geht los jetzt. Geht los. Jetzt aber die Szene, ja? Oh. Ha, mein lieber Franz, gut, dass ich Sie antreffe. Ja, Weiter, los, reagieren. Meine Brieftasche. Ach Quatsch, Brieftasche, Menschenskind. Ah, mein lieber Franz, gut, dass ich Sie antreffe. Ja, ja, da sollte ich erwidern. Ich bin empört, ich bin empört, ich bin empört. Oh Gott, nein, Mensch. Huh. Ach, mit Hu. Ja. Ja. Los, ich bin empört, ich bin empört, ich bin empört. Ja, gut, ja, und? Mein lieber Herr Peil, Sie ja. alter Emil, Sie, was? Das kann ich Ihnen sagen. Jetzt drehe ich den ganzen Bratspieß, Spieß. Den ganzen Spieß, den drehe ich um. Dann erzähle ich alles Ihrer Frau. Und dann ist meine Ehe, die ist kaputt. Und dann gucken Sie ganz dumm aus meiner Wäsche. Nein. Nach dieser missglückten Schauspielerei folgt schnell ein Szenenwechsel. Gewissermaßen zwischen zwei Zügen überrascht der Bahnhofsgaststättenkellner Herricht den Bahnhofsvorsteher Preil mit der Mitteilung, er habe sich der hehren Dichtkunst verschrieben. Preil ist natürlich erstaunt und fragt: Und was ist das? Das ist was Schönes. Und für den, der Hunger hat, eine Bockwurst mit Salat. Nicht gut? Ja, ich habe auch bessere Gedichte da. Haben Sie auch bessere? Ja, warten Sie mal. Wieso machen Sie Gedichte? Ach, das habe ich Ihnen noch gar nicht gesagt. Nein. Na hier, gucken Sie mal, wenn ich da ein bisschen Pause habe und ja. Sie haben alle Leute wegfahren lassen, ja. dann mache ich Gedichte. Dann machen Sie Gedichte? Dann mache ich Gedichte. Na guck, ja, ich habe jetzt vorhin wieder einige geworfen, gemacht. Ja. Und da ist hier zum Beispiel mir ein sehr gutes gelungen. Aha, so ein sehr gutes. Ja. Sagen Sie, verlegen Sie auch Ihre Gedichte? Ob ich die schon mal verlegt ja. habe? Ja, zweimal, aber immer wieder gefunden. Nein! Aber, ich meine, ob Sie sie einem Verlag angeboten haben. Ja, aber die müssen verzogen sein. Wieso? Es kommt immer zurück. Na, also gut, pass auf. Ich lese Ihnen das. Hier ist ein schönes. Bitte sehr, tragen Sie es mal vor. Ja. Wie heißt es? Sie müssen schön ruhig sein, ja? Ja, ich sag ja nichts. Die Ziege. Bitte? Entschuldigung. Die Ziege. Bitte? Ach, na ja, mein Gott, noch mal. Aber ich kann das nicht. Ja, ich weiß ja, ich weiß, ich sag nichts mehr, bitte. Die Ziege. Na? Na, nichts! Na ja, doch. Na, nichts. Eine Ziege stand einsam auf einem Feld und blickte traurig in die Welt. Sie rief eine zweite Ziege dann herbei und gründete eine Ziegelei. Das finden Sie also gut? Ja, ich find's rührend. Rührend, ja? Ja, schon bessere Gedichte gehört. Ja, aber nicht von mir. Ja, das glaube ich auch. Also, weiter. Wieso weiter? Ich habe noch ein gutes. Noch eins? Ja. Na los, ich lausche. Jawohl. Wie heißt es? Der Lauscher. Was? Der Teppich. Was? Nee, der Läufer. Warte mal. Der Rollschuhläufer. Na so also. Ist es. Also bitte. Ein Rollschuhläufer, der lief froh die Straße lang, ohne Rast und Ruh. Ruh. Roh. Nein, Ruh. Also entschuldige, das müssen Sie mir schon gestatten, das ist dichterische Freiheit, ja? So. Ein Rollschuhläufer, der lief froh die Straße lang, ohne Rast und Ruh. Am Montag lief er voller Lust die Straße lang mit stolzer Brust. Ein Rollschuhläufer, der lief froh die Straße lang, ohne Rast und Ruh. Am Dienstag lief er voller Lust die Straße lang mit stolzer Brust. Ein Rollschuhläufer,
der lief froh die Straße lang, ohne Rast und Ruhe. Am Mittwoch lief er voller Lust die Straße lang mit stolzer Brust. Herr Peil. Was denn? Sie gucken hier mit rein. Ach Quatsch, wir gucken rein. Das stimmte. Weiter. Weiter. Ein Rollschuhläufer, der lief froh die Straße lang, ohne Rast und Ruh. Am Donnerstag, da lief er voller Lust die Straße lang mit stolzer Brust. Nein! Nein? Wieso nein? Donnerstag lief er gar nicht. Warum denn nicht? Lach im Bett, hatte sich erkältet. Schön, gut, dann lief er eben am Freitag. Auch nicht! Na, wieso denn er nicht? Er war zwei Tage krank. Aha, weiter. Ist er wieder furchtbar heute mit mir. Na ja, bitte sehr. Albern Gedichte hier. Es geht weiter. Ein Rollschuhläufer, der lief froh die Straße lang, ohne Rast und Ruh. Am Samstag hört er einen Marsch und bums, da lag er... Was? Nee. Die Zeile fehlt mir noch, da bin ich noch nicht... Naja, die eine Zeile wird Ihnen ja wohl noch einfallen, nicht? Ja, hab schon. Na also bitte. Am Samstag hörte einen Marsch und bums, da lag er auf dem Bauch. Was? Das reimt sich doch gar nicht. Ich kann's nicht ändern, der ist verkehrt gefallen. Was also was soll das denn? Die folgende Begegnung auf der Bühne eines großen Kulturhauses ist voller Rätsel. Behauptet doch jeder, jedes Rätsel lösen zu können. Da hören Sie selbst, wie das weitergeht. Dann stimmt das also. Was stimmt? Na ja, Sie lösen jedes Rätsel. Wie kommen Sie darauf? Ja, also hat mir vorhin einer in der Garage, in der Garderobe gesagt, Sie lösen jedes Rätsel. Das ist mein Hobby, Rätselraten. Ihr Hobby, das ist schön. Ja, ja, das glaube ich bloß nicht ganz. Wieso glauben Sie das nicht? Möchte ich mal probieren. Was, mir ein Rätsel aufgeben? Ja. Na, das sollten Sie probieren. Sie lösen wirklich jedes Rätsel? Na, Ihr ist bestimmt. Ist in Ordnung. Herr Preis, ich gebe Ihnen ein Rätsel auf zur Belohnung. Wenn Sie es rausbekommen, kriegen Sie von mir, na, sagen wir, na, eine Mark. Eine Mark? Ja. Die werde ich mir gewinnen. Ist in Ordnung. Gut, so hoch. Ja? Eine Kleinigkeit noch. Was denn noch? Wenn Sie es nicht raten. Ach so, was ich dann zahlen muss. Ja, na, auch eine Mark? Nö, sagen wir 50 Mark. Nicht? Wieso denn 50 Mark? Ja, nur es kommt ja nicht vor. Es kommt doch nicht vor, Herr Na ja, schön, gut. Die Mark haben Sie gewonnen, die 50 brauchen Sie natürlich nicht bezahlen. Das ist doch, wär doch also unwahrscheinlich. Ja. Nicht? Ja, pass auf, so hoch, so lang, zwei Ohren, Schnauze, Schwanz, vier Beine, Bell. Danke schön, geben Sie die Mark her, das ist ein Hund. Ach, es kommt doch schwerer. Sie müssen aufpassen, so hoch, so lang, so. Mhm. Na so. Also. Zwei Ohren, Schnauze, Schwanz, vier Beine, bellt und sieht braun aus. Ein brauner Hund. Nee, die Zeiten sind vorbei. Pass also bitte, so, hoch, so lang, zwei Ohren, Schnauze, Schwanz, vier Beine, bellt, sieht braun aus und es fliegt. Jawohl, es fliegt. Pass auf, Herr Preis. Im Herbst fliegt es weg. Ja. Da hat es vier Beine, sieht braun aus, hat zwei Ohren. Im Frühjahr kommt es wieder, hat es nicht mehr zwei Ohren, sondern vier Ohren. Hat nicht mehr vier Beine, sondern acht Beine. Und außerdem sieht es nicht mehr braun aus, sondern lila. Ja? Ja, natürlich, es sieht lila aus, nicht? Au. Bitte sehr, das ist das erste Mal, dass mir das passiert. Das ist ja nicht so schlimm. Ja, Moment, Herr Herrchen, sagen Sie mir wenigstens noch, was das ist. Was ist es, Herr Preil? Hier haben Sie die Mark, ich weiß es auch nicht. Was? Nee. Ja? War ja sehr nett, Ihr Rätsel. Ja, auch, sehr viel Spaß dabei gehabt. Ja, ich freue mich auch über die Mark, die ich gewonnen habe. Ich freue mich auch über die 50. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Ja. Aber wissen Sie, etwas gefällt mir nicht an Ihrem Rätsel. Was denn nun? Dass wieder? Es so primitiv ist. Aber nicht doch. Ja, wirklich primitiv. Ich liebe die Rätsel, die intellektuell sind. Die ganz schnell sind. Nicht ganz schnell, intellektuell, wo man den Geist ein bisschen anstrengen muss. Sowas kenne ich. Ja, Sie? Sowas kenne ich. Soll ich Ihnen mal eins zeigen? Na bitte, bitte, ich mach alles mit, machen Sie alles? Mit mir, was Sie wollen. Na gut, Sie haben auch eine kleine Spielregel dabei, ja? Die muss ja sein. Muss sein. Ne? Ich stelle einige Fragen an Sie, die Sie mir beantworten werden. Mach ich. Weder mit Ja noch mit Nein, sondern mit einem speziellen Wort, was wir noch festlegen werden. Ja? Ach,
Ja, ja, Moment. Jetzt geht es auch um einen finanziellen Einsatz. Ich gebe zum Beispiel 5 Mark in die Kasse. Ja, dann gebe ich natürlich auch. Auch 5 Mark. Auch und da weiß man also 10 Mark. 10 Mark. Um die geht es jetzt. Und zwar folgendermaßen. Oh. Wenn Sie sich einmal versprechen und nicht mit diesem einen Wort, das wir noch festlegen werden, antworten, dann gehört der Einsatz mir. Halten Sie aber durch, 2 Minuten auf meine Fragen mit diesem einen Wort zu antworten, dann gehören die 10 Mark Ihnen. Ist schon gewonnen. Langsam. Ich halte durch. Sie halten ich antworte durch. Nur mit einem Wort. Nur was denn? Mikrofon. Nein, nicht. Hier, Abrechnung. Nein, das ist zu lang. Irgendwas Kürzeres. Bleistift. Bitte. Jawohl, ist recht. Ich antworte 2 Minuten, dann gehört es mir. Dann gehört es Ihnen. Aber nicht versprechen, nein? Nicht einmal versprechen. Gut, das ist in Ordnung, ja? Was ist denn oben? Ich sehe nichts. Was soll das sein? Ah, ja, nee, das wird... Gemogelt wird nicht. Gewinnt's ja sowieso. Ja, Sie gewinnen es, ich weiß. Also los, fangen Sie an, fragen Sie, antworte. Was essen Sie Sonntag am liebsten? Bleistift. Was schenken Sie Ihrer Frau zum Geburtstag? Bleistift. Wie würden Sie Ihren Sohn taufen, wenn Sie einen hätten? Bleistift. Sie kennen das Spiel? Nein. Ah. Moment. Junker. Hallo. Du, Sie. Kommen Sie mal. Was Herr Prall, bei Fuß. Wir machen es nochmal, ja? Was, nochmal? Das geht nicht. Nee, Herr Prall. Wieso? Das ist ja anders. Wir machen es ja umgekehrt. Wieso umgekehrt? Jetzt befrage ich Sie. Na, das geht nicht. Ich kenne den Trick. Ich falle nicht drauf rein. Sie brauchen doch nur zu antworten mit Bleistift. Mit Bleistift antworten? Na ja, natürlich. Na, bitte, wie Sie wollen, Sie Dickschädel. Wenn Sie meinen, dass Sie damit Glück haben? Bitte. Bitte sehr. Ja. Und was geben wir? Na, ich würde sagen, wir erhöhen die Preise. Ich habe von Ihnen noch 50 Mark. Die gebe ich. Die geben Sie. Gut, dann kriegen Sie von mir auch 50 ist Mark. Ist in Ordnung. Die sollen Sie verlieren, mein Lieber. Jetzt werden Sie mal reinfallen. Gern. Hier, die 10 Mark noch drauf. Ja, ist recht. So 110 Mark. Nun, wollen wir sehen. Also 2 Minuten. Bleistift. Ja, einmal versprechen. Ich weiß es doch. Geht los. Herr Prall, was schenken Sie Ihrer Frau zu Weihnachten? Bleistift. Was essen Sie am liebsten? Bleistift. Wie würden Sie ein Mädchen, so Sie eines hätten, es wohl nennen? Bleistift. Herr Prall, was ist Ihnen nun lieber, die 110 Mark oder der Bleistift? Bleistift. Bitte schön. Die Pferderennbahn Hoppegarten kennt in unserem Berlin fast jedes Kind. Nur Rolf Herricht natürlich nicht. Bevor nun die beiden Streiter beim Pferderennen ankommen, gibt es erst einmal eine prallsche Lektion über Hoppegarten. Und die beginnt so. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie mit mir. Oh ja, gern. Herr Prall, wo gehen wir denn hin? Ich will nach Hoppegarten. Ach, guck an, Sie haben einen Garten. Wusste ich gar nicht. Haben Sie auch Äpfel gesät? Nur mal langsam, ja? Nur mal ganz langsam. Erst einmal Äpfel sät man nicht, sondern Äpfel pflanzt man. Und außerdem ist Hoppegarten kein Garten. Das hätte ich mir denken können. Ihr Garten ist natürlich kein Garten. Das ist was sagst du mal, kennen Sie Hoppegarten nicht? Lieber Herr Herricht. Lieber. Ja. Waren Sie denn noch nie auf einer Pferderennbahn? Lieber Herr Prall. Na, nun. Ich war noch nie auf einer Pferderennbahn. Was denn? Sie gehen zum Pferderennen? Na ja. Da kann ich mit? Ja, na freilich. Das hätten Sie doch gleich sagen können. Na ja, da lerne ich doch wieder viel von Ihnen. Ach, Sie wollen was lernen? Ja, gerne. Na, passen Sie auf, da werfen Sie erstmal einen Blick in diese Zeitung. Danke, ich habe heute schon 2 Blicke in die Zeitung geworfen. Das ist aber sehr wichtig, denn in dieser Zeitung steht alles drin, was man über Pferde und den Rennsport wissen muss. Über Pferde weiß ich doch alles. Über Pferde wissen Sie ich alles? Ich weiß über Pferde alles. Sie wissen alles? Alles. Haha, großartig. Na, dann beschreiben Sie mir doch mal ein Pferd, ja? Das reicht ja. Ein Pferd beschreiben? Ich bitte darum, ja. Das Pferd ist ein Haustier. Sehr gut. Das Pferd ist ein sehr gutes Haustier. Was ist zum Beispiel ein Pony? Ja, das ist nur ganz was anderes, eine Damenfrisur. Nein, hier. Das ist ein kleines Pferd. Mit einer Damenfrisur. Aber nicht doch, das ist ein Zwergpferd. Ach, ein Pferd für Zwerge. Für Gartenzwerge. Für Hoppegartenzwerge, also, ist ja klar. Also wollen Sie mir ein Pferd beschreiben oder nicht? Ja, natürlich will ich ein Pferd beschreiben. Also Sie können es ja aussuchen, einen Schimmel, einen Rappen oder einen Fuchs. Ein Fuchs. Aber wir sprechen vom Fuchs. Ja. Soll ein Fuchs beschreiben? Ja, bitte. Beschreibe ich einen Fuchs? Na also. Beginne wieder von vorn. Alles über den Fuchs. Der Fuchs. Der Fuchs ist nun kein Haustier. Bitte? Denn er stiehlt Gänse. Was ist los? Wie es schon in einem Kinderlied meiner Mutter hieß, Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Das Pferd. Pferd, du hast die Gans gestohlen. Muss meine Mutter das falsch gesungen haben. Sag mal, wovon reden Sie eigentlich? Na, vom Fuchs, von meiner Mutter. Vom Fuchs meiner Mutter, Herr Preil. Meine Mutter hatte einen Fuchs um Hals. Das Pferd! Meine Mutter hat nie ein Pferd um Hals gehabt. Also ist das möglich? Ich meine doch das Pferd, das man Fuchs nennt, weil seine Farbe auch rötlich ist. Ach, das Pferd. Und außerdem kann ich es beweisen, hier in der Zeitung ist ein Bild von Trabant. Ach, hier sprechen wir vom Trabant. Ja! Soll ich auch Bescheid? Na, bitte. Trabant. Los. Also der Trabant ist so überhaupt kein Haustier, aber auf den Straßen sehr häufig. Was ist los? Trabant ist ein Pferd. So. Was ist jetzt los? Ruhig bleiben. Was ist?
So, also Herr Prall, bis hierhin habe ich das alles mitgemacht. Jetzt langt es mir, jetzt ist der Fuchs ein Pferd, der Trabant ist ein Pferd. Vielleicht bin ich zum Schluss auch noch ein Pferd. Also reden Sie kein dummes Zeug. Trabant ist eine Stute. Ja, ja, der Trabant hat eine Tute. Bitte! Trabant ist eine Stute und die Stute ist das weibliche Tier. Ja. Ja, haha, natürlich. Ja. Wie heißt denn das männliche Tier? Wartburg. Ich! Ich möchte wetten. Wetten möchte ich, dass Sie das nie lernen werden. Apropos Wetten, Herr Prall, stimmt es denn, dass man beim Pferderennen wetten kann? Natürlich. Richtig wetten? Richtig wetten. Ich würde gerne mal wetten. Was, Sie wollen wetten? So wetten, so. Oh. Sie wollen wetten? So juckt. Sie wollen richtig wetten, ja? Wetten. Sie sind wohl ein Hasardeur. Nee, ich bin Magdeburger. Warum? Bitte. Hasardeur ist ein Glücksspieler, der versteht was vom Wetten. Ich verstehe ja auch was vom Wetten. Ach, bitte, 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 ja, nur mal langsam. Dann beschreiben Sie mir mal eine Platzwette. Eine Platzwette? Nee, lieber nicht. Wieso nicht? Wetten, dass Sie platzen? Ja, das kann sein, das kann allerdings sein. Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag, damit ich mich nicht mehr ärgere über Sie. Ja? Na ja, da würde ich sagen, dann machen wir jetzt mal unser altes Spiel. Ach, du liebe Zeit. Was heißt, ach, du liebe Zeit. Jetzt geht's wieder los, jetzt haben Sie einen Laden, Sie sind der Verkäufer. Nein, nein, völlig falsch. Ich habe keinen Laden, ich bin auch kein Verkäufer, sondern ich habe ein Wettbüro. Ja, und ich bin der Buchmacher. Der Buch. Buchmacher. Ah ja, ich dachte, ich soll wetten. Ja, das sollen Sie auch. Wir machen es praktisch, passen Sie auf. Wir nehmen den Tisch, stellen den zwischen uns, das ist jetzt der Schalter. Ich stehe hinter dem Schalter, Sie stehen vor dem Schalter, ja? Das ist das Wettbüro. Ich bin der Buchmacher und Sie kommen herein als Wetter. Ach, ich bin das Wetter. Nein, der Wetter. Donnerwetter. Bitte jetzt, kommen Sie. Guten Tag. Ich bin ja noch gar nicht drin. Na, dann kommen Sie doch endlich. Oh. Ach, unerträglich. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Herr, wie war's? Herr Buchbinder. Halt, 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 halt. Halt. Entschuldigung, Herr Buchhalter. Nein, Macher, Buchmacher. Ach so, ich komme nochmal. Oh Gott, oh Gott, das ist zum Verzweifeln mit Ihnen. Nicht guten Tag, guten Tag. Also, was machen Sie hier hinter mir? Hinten bei Ihnen war auch geöffnet. Bleiben Sie jetzt hier vorne. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Sie Macker. Mach! Mach! Naja, Sie wissen doch, was Sie sind. Also. Guten Tag. Ich wollte mal fragen, haben Sie vielleicht ein Buch über Pferde? Ja. Sie sollen wetten. Wetten, dass Sie kein Buch haben über Pferde? Nein. Zum Beispiel, Sie setzen jetzt 5 Mark auf Neptun. Ah ja, auf wen bitte? Was? Wer ist das? Auf Neptun! Wer ist denn das nur wieder? Oh mein Gott, wissen Sie denn nicht, wer Neptun ist? Nein. Neptun mit dem Dreizack. Ach, Napoleon. Quatsch, Mensch! Der hat einen Dreispitz. Spitz. Neptun ist der Gott des Meeres. Und der kriegt 5 Mark von mir? Nein! Das Pferd! Ach, es ist ein Seepferd. Das ist doch kein dummes Zeug! Sie setzen auf das Pferd, das Neptun heißt. Setze ich mich drauf? Nein, da setzen Sie sich überhaupt nicht drauf, denn da sitzt ja schon einer drauf, nicht? Schade, schon besetzt. Da sitzt nämlich der Jockei drauf. Ja, ja. Ach, den kenne ich. Den kennen Sie? Ja, den kenne ich. Wer ist denn das? Kennen Sie nicht? Nein. Bube, Dame, König, Ass, Jockei. Schluss, aus, Feierabend! Ich werde mit Ihnen auf die Rennbahn gehen. Keine Ahnung vom Pferden, keine Ahnung vom Rennen. Vielleicht noch vom Reiten hier, was? Oh, Herr Preise, das hätten Sie jetzt nicht sagen sollen. Wieso? Sollten mich mal reiten sehen. Bitte, wie war das? Sie sollten mich mal reiten sehen. Sie können reiten? Aber natürlich kann ich reiten. Sie können reiten? Aber gestatten Sie bitte, dass ich das überprüfe, ja? Nur Mut. Darf ja nicht wahr sein. Gehen Sie weg, den Tisch umgedreht, so. Was ist das? Ja, ich würde sagen, es ist ein Tisch, ne? Nein. Das ist kein Tisch. Das ist jetzt ein Pferd. Das ist ein Pferd. Ein Pferd. Das ist ein Pferd, ja. Das ist ein Pferd. Natürlich. Bitte? Das ist ein Pferd. Das ist jetzt Ihr Pferdchen. Das ist immer mein Pferdchen gewesen. So ist es. Ja, ja. Und wie heißt Ihr Pferdchen? Da wollen wir nachgucken, wird ja dran stehen. Ja, VEB Möbelwerk. Bitte! Trabant! Ach, der Tisch ist ein Trabant. Nein, der Tisch ist kein Trabant, der Tisch ist ein Pferd und das Pferd heißt Trabant. Was machen Sie jetzt? Jetzt reite ich zu Tisch. Quatsch, ja, dummes Zeug. Jetzt steigen Sie erst mal auf. Ja, Moment. Nun langsam. Was also, Herr Prall, bevor ich jetzt so richtig losreite, muss ich ja erst mal wissen, wohin reite ich überhaupt. Oh. Muss ja,
Menschenskind, das weiß doch jeder Reiter, wo es hingeht beim Rennen. Sie werden es mir doch sagen, nicht? Ich sage es Ihnen ja auch. Ja? Wohin reitet der Reiter beim Rennen? Wohin? Zum Einlauf. Ja, nur Herr Preil. Herr Preil? Ja, bitte ich. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Bitte! Der Einlauf gehört doch zum Rennen! Ja, wenn Sie einen gekriegt haben, dann rennen Sie. Bitte, Herr Hecht, schwingen Sie sich jetzt in den Sattel. Na, was ist? Sattel. Wo liegt denn der Sattel? Ja, was weiß denn ich, wo Sie ihn hingelegt haben? Der Sattel liegt zwischen Widerrist und Kruppe. Schlamperei, und da soll ich ihn jetzt finden. Los jetzt, raus jetzt. Ach, bin ja längst oben. Natürlich, bin ja längst oben. Verkehrt herum. Ja, ja, was ist? Sie sitzen verkehrt herum. Ja, Sie wissen ja nicht, wo lang ich reiten will. Nein, ich da liegt das Ziel. Na, macht nichts, reite ich so rum. Ach, runter. Jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie man auf einem Pferd sitzt. Ist recht. Bitte halten Sie den Tisch fest. Das ist kein Tisch, das ist ein Pferd. Bitte halten Sie den Tisch fest, der wackelt. Ein Pferd wackelt nicht, ein Pferd tänzelt. Oh, bitte, ja. Sparen Sie sich die albernen Belehrungen. Bitte, gehen Sie weg. So schwinge ich das Bein über den Pferderücken und schon sitze ich im Sattel. Das ist eine echte Reiterhaltung. Na, wie sehe ich aus? Wie der Erlkönig. Was? Wie bitte? Wie der Erlkönig. Wieso? Wer reitet so spät? Die Nacht ist frisch. Das ist Herr Preil auf seinem Tisch. Hau sie ab!